Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming, und wieder bei einem neuen The Legend of Zelda Breath of the Wild Glitch. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr unendlich Edelsteine erhalten könnt. Aber bevor wir anfangen, zeige ich euch natürlich, wo wir hier überhaupt sind. Und zwar sind wir am Stall am Fluss und der ist genau hier. Als nächstes sage ich euch, was wir für den Glitch alles benötigen. Zum einen benötigen wir eine Garde-Ausrüstung. Dabei ist es egal, welche wir davon haben. Finden könnt ihr die im Schloss. Ihr braucht auch nur eine davon. Damit der Glitch aber überhaupt funktioniert, benötigen wir noch 5 bis 7, 2 oder 3 Schussbogen. Dabei ist es egal, ob es Zweifach- oder Dreifachbogen sind. Ich zeige euch jetzt auch noch kurz, wo ihr Zweifachbogen am schnellsten erhalten könnt. Und zwar in der Wüstenregion auf dem Weg zum Jäger-Versteck. Zusätzlich zu den Bögen benötigen wir auch noch Elektropfeile. Die könnt ihr hier am einfachsten in Angelstädt kaufen. Jetzt geht es aber endlich los, und zwar geht es um die Person. Sie möchte gern die Gardeausrüstung gegen Edelsteine tauschen. Das machen wir jetzt noch nicht, wir müssen den Glitch nämlich erstmal aktivieren. So, dann starten wir durch. Öffnet euer Inventar und rüstet euren 2- oder Dreifachbogen und einen Elektropfeil aus. Nun verlasst ihr das Inventar und nehmt den Bogen mit Elektropfeil in die Hand. Nun öffnet ihr euer Inventar, werft den Bogen in eurer Hand auf den Boden und rüstet direkt den nächsten 2- oder Dreifachbogen aus. Jetzt schließt ihr euer Inventar und öffnet es kurz darauf wieder. Jetzt wiederholt sich das Ganze. Ausgerüsteten Bogen wegwerfen, anderen 2- bis Dreifachbogen ausrüsten und Inventar schließen und dann wieder öffnen. Das Ganze geht nun so lange, bis ihr im Inventar seht, dass das Menü überladen ist. Das erkennt ihr wie hier, wenn Link keine Ausrüstung und kaum Kleidung trägt. Ist das der Fall, wechselt ihr nun von eurer ausgerüsteten Waffe oder von eurem ausgerüsteten Schild auf die Gardeausrüstung. Also ihr müsst davor was anderes ausgerüstet haben. Ihr könnt euer Inventar nun schließen und mit der Frau sprechen. Sie wird euch nun unendlich lange Edelsteine im Tausch anbieten, obwohl ihr eure Waffe oder euer Schild gar nicht verliert. Eine kleine Warnung noch, entfernt bitte vorher eure komplette Gardeausrüstung außer diesem einen Ausrüstungsgegenstand, in meinem Fall das Schild, aus eurem Inventar. Denn während des Glitches verliert ihr die anderen Sachen ansonsten. Und im Grunde, das war es im Endeffekt schon mit dem Glitch. Wir können die ganzen Edelsteine natürlich anschließend auch verkaufen. Also es ist auch ein unendlich Rubine-Glitch, der, wie ich sagen würde, ja, ungefähr so gut ist wie der andere und ein bisschen einfacher. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst die Glocke nicht, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich habe gerade auch noch weitere neue Glitches entdeckt. Also schaut gerne mal in die Playlist dazu rein. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!